liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Papillon von den Neon Green Monkeys. Diesmal zu einem ganz neuen Spiel. Und wir wollen zocken. A Plague Tale Innocence. Und nehmen mal hier ein ganz neues Spiel auf. Ich war einmal kurz drin, hab reingeschaut. Und dieses Spiel spielt in Frankreich, im Mittelalter, und wir kriegen es wohl mit der Inquisition zu tun und, wie man sieht, auch mit Ratten, mit der Pest, die wütet wohl auch hier in Frankreich des Mittelalters. Aber lasst euch jetzt überraschen bei A Plague Tale Innocence. Ja. Kapitel 1, das Erbe der Darun. The Runes. Königreich Frankreich. November 1348. Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen, ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Ja, wir heißen wohl Amicia. Und sind mit unserem Vater hier ausgeritten. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Und Leon schreckt die Fasanen auf und die Wachteln und Rebhühner. Hier im herbstlichen Wald. Sieh mal. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Darun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Darun. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Darun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Kann ich nicht lieber die Tauben jagen gehen? Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Thank you.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weiter so, Amicia. Sechs, sieben, acht. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Neun und zehn. Sieh mal deine Arme. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon, warte auf mich! Leon hat was erwischt. Zack. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Nein, da hat sie recht. Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia, hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren, aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Ja, kriegen wir hin. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das nicht. Ah, hier zeigt er uns seinen Schinken. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Wunderbar. Lass dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, nach der Scheckung scheint das noch ein Frischling zu sein. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Na gut, dann durch diesen Morast. Das Wildschwein, es blutet. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh, hier ist ein ganz schöner Matschmorast. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Ach, hier ist auch der düstere Teil des Waldes. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Haben Sturmschaden mitgekriegt. Was liegt denn da? Verrottet. Das ist das Wildschwein. Boah. Aber... Leon war das bestimmt nicht. Das sieht nicht mehr Leon, so frisch aus. Komm her! Leon! Oh nein, der Hund. Er winselt. Leon, ich bin hier! Ich
Ach, komme! Ehrliche, da ist er. Was ist? Ach, du herrlicher. Boah. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. A Plague Tale. Innocence. Ja, da wurde Leon, unser Hund, irgendetwas getötet. Wie durch einen Mixer gerührt. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Wir werden uns mal umgucken hier. Oh. Hier laufen doch die Festtagsbraten rum. Hier, schöne alte Hausschweine. So welche gibt's gar nicht mehr heutzutage hier. Oh, hier sogar ein Eber hier. Mit seinem Gang. Wir gucken uns mal ein bisschen hier auf dem Hof um. Hier sind wohl die Pferde. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Hier ist die hauseigene Imkerei. Noch mit geflochtenen Körben. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Ja. Sammeln wir mal hier die Steine auf. Hier, Flug, wie es damals üblich war. Eigene Holzschuppen. Zerbrochenen Töpfe. Die machen wir auch gleich. Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Dann gehen wir mal schnell hier im Pferdestall hoch. Gucken mal, was wir hier finden. Da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Eine Pfeife. Ah, hier. Wisst ihr, was das Schönes ist? Einfach nur ein Fass. Sah eben so aus wie so eine Saftpresse. Ja, wir sind hier durch und durch Selbstversorger. Haben hier Pferdestallungen. Imkerei, Hühner laufen rum. Schweinestall haben wir auch schon gefunden. Eine eigene Hufschmiede. Mademoiselle Amicia. Mit Schleifsteinen, allen drum und dran.
Ein Hufschmied. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Ja, der ist gut, Herr Eber. Nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Wie war der Spaziergang? Warum sollten Engländer später, Flor. Sag weiß den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Oh. Da wurden welche gebissen. Hier, die rupft gerade ein schönes Suppenhuhn hier. Gibt es also schön Hühnersuppe? Beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Sieht schon geil aus, das Spiel hier. Wir gucken uns mal ein bisschen länger hier um. Kann sein, dass wir dadurch ein bisschen den Spielfluss rausnehmen. Aber das sieht so geil alles hier aus. Alles so geil gemacht. Hier unsere hauseigene Kapelle, wie scheint. Mit einem hauseigenen Landwirt. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Mal ein kleines Gebet für unseren Hund gehalten. Ah, hier, richtig die Bänke mit Kniepolster noch, um eine Hocke zu gehen. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Hat er mit der Gans geredet hier? Gänse sind im Innenhof hier. Aber Gänse sind die besten Wachhunde. Läuft auch hier weg. Hier haben wir Brennholz. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ah, da wird von unserem Bruder geredet, Hugo. Und hier ist doch ein schönes Anwesen. Mit der Lilie. Soll doch die Lilie sein, über den Dächern. Ja, schön. Schön gemacht. Oh, das ist unser Familienwappen wahrscheinlich. Und hier die Rüstung von unserem Vater. Gleich vorne im Eingangsbereich aufbewahrt. Saufedern. Wie man sich ein mittelalterliches Schloss vorstellt oder Herrenhaus. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Schön, Zwölfender. Hier der große Esssaal. Hier wird gewienert und alles sauber gemacht. Die Bibliothek hier. Gucken wir uns alles mal genau an. Hier der Waschbereich. Wie es aussieht. Mmh, Zimt. Gewürze. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt.
Ah, da. Da können wir auch einsehen. Geschenke. Die Pfeife. Amicia hat diese Terrakotta-Pfeife für ihre erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen. Pfeifen wurden schon von unseren Vorfahren als Instrumente und Spielzeuge verwendet. So ermöglichten sie zum Beispiel auf der Jagd, aber auch in Kriegszeiten, das Koordinieren von Aktionen größerer Gruppen. Sieht aus wie eine Taube, die Pfeife. Was haben wir noch gefunden? Gewürze. Haben wir da schon alles gelesen? Ja. Gewürze. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer. Na, wie kommen wir da? Na, so kommen wir nicht da drauf. Feuer herrscht über die Luft. Ah, so, komm mal. Ja, ich hab's für euch rausgefunden. Feuer herrscht über die Luft, die sich über dem Wasser befindet. Das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist demnach für die Ärmsten bestimmt. Während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise auf den Tellern der Adligen landen. Oh, hier kriegen wir noch mal ein bisschen geschichtlich was mit. Aber da scheint nicht nur die Waschküche da zu sein, sondern auch Vorratslager hier. Müsste hier doch sicherlich die Küche kommen. Ja, hier. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Haben wir die Küche. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Einen schönen Eintopf. Hier ist nichts weiter zu finden. Und er hängt an der Kette. Der einen Pott. Dahinter ist eine Topfsäge, die man einstellen kann, entweder runter oder höher zum Feuer. Das ist schon beeindruckend gemacht hier. Schwere Eisenleuchter. Und hier geht's den Turm hoch. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Ja, dann komme ich gleich mal mit. Scheint das mein Zimmer zu sein, schon schön eingeheizt mit einer Harfe. Hier mit einem Blasebike, den kennt man heutzutage nur noch vom Grillen, wenn man mit Holzkohle heizt. Leon. Ach, das ist die. Was soll ich ohne dich nur machen? Die Hundedecke, hier mit einem Fressnapf, ein paar Knochen drin. Schwere Schränke. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Tischdecke. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen und Schein verwendet. Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert. Ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu sticken lernen. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Gucken wir uns hier nochmal um. Nochmal das Familienwappen als Wampenteppich hier. Mit einer Truhe, wo alle möglichen Decken drin sind. Hier wohnen wir unterm Dach hier. Die schweren Eichenbalken. Das scheint wohl das Schlafzimmer der Eltern zu sein. Bücherregal.
mit einer Laute da. Ah, die Hirschgeweihe vom Vater hier gejagt hat. Hier zum Waschen. Und Saufedern. Hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Nein. So, öffnen wir mal diese Tür. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Gut. Dann gehen wir erstmal bei der Mutter rein ins Zimmer. Da scheint hier so ein... All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen Mama, können? Bist du da? Verschlossen. Guck mal hier. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Oh, scheint die Mutter Ärztin zu sein. Fensterläden, wie uns die Mutter das aufgetragen hat, können wir jetzt nicht schließen. Also wir mussten hier durchgehen. Hier Heilkräuter oder so. Betreibt unsere Mutter Alchemie. Die Lehre von Stoffen und Elementen. Kann so sein, ne? Ja. Holzschild, ein Holzschwert. Hier scheint das Kinderzimmer von Hugo zu sein. Hugo, er versteckt sich doch in seiner Burg da hinten. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Da haben sie unseren Vater. Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Oha. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. So, wer ist er? Haben Sie... Bleib unten. Gabriel, komm schnell her! Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los! Schnell da lang! Ihr hättet uns eigentlich kennen sollen! Der gehört der Inquisition! Oh nein! Leer! Habt ihr den verstanden?
schon. Schnell weiter. Ach du herrlicher. Stealth-Mission. Man kann auch nicht schneller gehen. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Ach, du Herrlicher. Mist. Alter, ich habe... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Oh, die plündern sie auch gleich. Unsere Bediensteten. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Schnell. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit... Oha, hier liegt schon einer drunter. Schnell hier durch die Küche. Die Leiter ist schon weg, können wir uns nicht verstecken. Schnell aus der Küchentür. Oh. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Gut, da ist unsere Mutter. Ach du herrlicher. Oh Kinder. Sollten wir nicht raus, da im Speisesaal sind noch welche. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo. Nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Können wir doch nur leise machen. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama! Dann hat einen zackigen Schritt drauf. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sich. Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Die haben unsere Bediensteten hier alle. Du zuerst! Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Ach du herrlicher. Bastard! Jetzt aber schnell. Ach, hör auf, du brichst mir das. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Obwohl wir für eine edle Sache. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Los. Wie lange kann das dauern? Sag uns, was du weißt. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Gut, dazu nehmen wir erstmal hier einen Stein. Was war das für ein Geräusch? Gut, gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senor Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut, zum Mittag. Gehen wir. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig, man weiß ja nie.
Mach's beeil dich. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Ah gut, so ist das Ausräumen. Dieses Geräusch, das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Oh. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks. In alles gut, Hugo. Ich komme. Gnade! Gnade! Wartet. Oha. Auch mit dem Speer. Jetzt sind wir im Obstgarten. Ach du herrlicher. Kommt mit. Mutter, nicht so schnell. Ich bin mit den Kleinen voll langsam. Folgt mir. Ich bin voll langsam. Verhalte dich ruhig und warte hier auf mich. Folge mir. Leise. Sofort. Bleib hier und kein Mucks. Na gut. Warte, ich komme. Amicia. Du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Oh, wie kriege ich ihn jetzt wieder? Komm, vorsichtig. Ja. Ach so. Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ich komme. So, was Mutter nennt? Schön, dass die wartet auf mich. Hopp, so geht das. Danke. Ja. Gut, schnell. Dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Jetzt dreht er sich gerade. Und rasch. Rasch rüber. Topf habe ich noch ausgerüstet. Wenn er wegguckt, dann heißt das anvisieren und weg damit. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen.
soll dieser Gast? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Na, nichts zu berichten. Gut gemacht. Hier lang. Oh, das war aber haarscharf. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Ja, geht zur Vogelscheuche. Mutter und ich laufen schnell weg. Nichts zu berichten. Na los. Jetzt. Puh. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Kommt auch einer aus dem Blumen. Dann haben wir das ja aus dem Garten auch noch rausgeschafft. Ach du herrlicher. Das sieht nicht gut aus. Komm mit, schnell. Ja. Das Erbe der Drün. Entkomme der Inquisition. Ob wir das schaffen? Das, liebe Freunde, seht ihr in einer nächsten Folge. Mit eurem Papillon habe ich ja den passenden Namen, wenn das im französischen Mittelalter spielt. Bis dahin.